Sie haben Crop FM, Ausgabe Nummer 297. Wir schreiben den 19. April 2013. Mein Gast heute Abend hier im Studio ist Magister Birgit Schmidt und es geht um gewaltfreie Kommunikation. Ja, es ist sehr angenehm, jemanden im Studio sitzen zu haben, muss ich sagen. In letzter Zeit passiert es wieder öfter. Hallo Birgit. Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute da sein kann. Ja, sehr schön. Ein Thema, das jetzt schon ein bisschen, wir haben jetzt vorher ein bisschen durchs Archiv geblättert. Es ist wieder mal so eine Hacke geschlagen. Es ist etwas, das in der Form sicher noch nicht behandelt wurde. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr von wem, von einem Hörer oder einer Hörerin auf dieses Thema aufmerksam gemacht, haben wir dann ein paar Dinge im Netz angesehen und das hat mich wirklich fasziniert, dieser Ansatz. Irgendwo klar eigentlich, aber trotzdem glaube ich extrem unterrepräsentiert und ja, gerade wenn man sich Kommunikation anschaut, die so anonymisiert zum Beispiel im Netz passiert etc., dann man kann ja zuschauen, wie das zusammenbricht und aus verschiedensten Gründen, auch persönlichen, hat mir das wirklich angesprochen und freut mich sehr, dass wir da heute sprechen können. Vielleicht fangen wir an mit, du bist Theologin, was ich auch sehr interessant finde, glaube ich, die erste Theologin hier auf Sendung und vielleicht magst du ein bisschen was über deinen persönlichen Werdegang erzählen und wie der dann in die gewaltfreie Kommunikation geführt hat. Erzähle ich sehr gerne. Von meiner Grundausbildung, hast du schon gesagt, bin ich Theologin. Das heißt, ich habe in Graz Theologie, selbstständige Religionspädagogik und Fachtheologie studiert und habe dann in verschiedenen Bereichen auch in dem Feld gearbeitet, in der Pfarrseelsorge, im Religionsunterricht. Bin auch immer noch als Religionslehrerin in der Erwachsenenbildung tätig, habe aber dann für mich so zusätzliche Dinge oder Herausforderungen gesucht. Und habe begonnen, nachdem ich mit meiner Familie 3 Monate in Hawaii war, von 2004 auf 2005 eine Ausbildung in hawaiianischer Körperarbeit zu machen. Und über meine Körperarbeitslehrerinnen bin ich mit gewaltfreier Kommunikation in Kontakt gekommen. Und irgendwann habe ich mir überlegt, das könnte es ja vielleicht ein bisschen näher als Hawaii auch geben. Und bin dann in Graz auf die Irmgard Bater gestoßen, die da Seminare anbietet und habe bei ihr ein Einführungsseminar gemacht. Das war 2009 oder so und habe gemerkt, das ist genau das Missing Link, das ist das, was mir noch fehlt, nämlich wie können Grundhaltungen jetzt in einem konkreten Kommunikationsmodell auch zum Ausdruck gebracht werden. Und habe 2010 mir ein Bildungskarenzjahr vergönnt, eigentlich, weil ich noch einmal nach Hawaii fliegen wollte, um meine Ausbildung dort fertig zu machen. Und habe dann in dem Jahr aber auch die Trainerinnenausbildung zur Trainerin für gewaltfreie Kommunikation in Deutschland gemacht. Mhm. Und du laborierst da jetzt ein bisschen mit einer beginnenden Verkühlung, also hoffentlich hält die Stimme, aber es wird, glaube ich, schon hinhauen. also ziemlich interessanter, aber wie siehst du jetzt den Zusammenhang mit deiner ursprünglichen Ausbildung, Theologie? Und das ist auch was, was ich später dann noch ansprechen möchte. Ich meine, Religionen, die Kommunikation zwischen den Religionen ist nicht gewaltfrei zu einem Teil, leider. Aber wo siehst du da die Verbindungslinien zur Religionswissenschaft und zur Theologie? Also ich denke, was mir sicher hilfreich ist jetzt von meinem Hintergrund als Theologin her, ist das Menschenbild, ja, das christliche Menschenbild, das grundsätzlich den Menschen in seiner Würde sieht und auch sozusagen, wenn man sich an den Schöpfungsbericht erinnert, dass Gott sagt, an dem Tag, wo er den Mensch macht, es war sehr gut. Ja, an allen Tagen findet er das gut, aber als er den Menschen macht, findet er das sehr gut. Also auch dieses Gute und Schöne im Menschen zu sehen, ja. Das ist für mich so eine Grundhaltung, die auch aus meiner Spiritualität entwächst und die auch ganz wichtig ist in der gewaltfreien Kommunikation. Ja, dem anderen mit wohlwollendem Blick zu betrachten und grundsätzlich auch eine gute Absicht zu unterstellen. Ja, und in der gewaltfreien Kommunikation gehen wir davon aus, dass was immer ein Mensch tut, tut er, weil er sich ein Bedürfnis erfüllen möchte. Und auch Gewalt, jetzt verbale Gewalt oder auch physische Gewalt, ist eigentlich nichts anderes als ein verzweifelter Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Mhm. Ja? Und also da ist eigentlich schon spät, ne? Da hat die Kommunikation, kann man sagen, ja eigentlich schon versagt.
Genau, da war es offensichtlich, hat dieser Mensch keine anderen Möglichkeiten gefunden, zu dem zu kommen, was er dringend braucht. Ja. Und sozusagen dem kann man vorbeugen, indem, denke ich, Menschen gewaltfreie Kommunikation möglichst früh lernen. Ja, und für mich ist das wirklich noch einmal fast so was wie eine Fremdsprache lernen. Mhm. Ja, aus dem, was wir üblicherweise, also ich will niemanden vereinnahmen, aber ich kann zumindest für mich sprechen und für viele meiner Seminarteilnehmer, Teilnehmerinnen, was wir so klassisch als Sprache gelernt haben. Ja, der Marshall Rosenberg hat so zwei Symboltiere. Der Wolf symbolisiert sozusagen den herkömmlichen Sprachgebrauch und die Giraffe ist das Symboltier der gewaltfreien Kommunikation. Warum eigentlich gerade die Giraffe? Also, weil da können wir viele Tiere nehmen. Ne? Ja, kann man mehrere Theorien dazu entwerfen. Er hat sie ausgewählt, weil sie das Landtier mit dem größten Herzen ist und für ihn ist gewaltfreie Kommunikation sozusagen Kommunikation von Herz zu Herz. Mhm. Ich denke, sie hat auch noch einen anderen Vorteil. Sie hat einen langen Hals und hat damit immer ein bisschen den Blick auf das große Ganze und ist nicht nur ganz verstrickt in die aktuellen Ereignisse oder den aktuellen Konflikt. Ja, sie kann sich ja die Früchte vom hoch oben vom Baum runterpflücken und muss sich nicht mit den anderen um das streiten, was runterfällt. Ja, genau. Und im Gegensatz zum Wolf sozusagen ist sie auch jetzt kein Raubtier, aber der Wolf, das ist mir nicht so nachvollziehbar, warum er den gewählt hat, weil mir Leute immer wieder sagen, die Wölfe sind eigentlich sehr soziale Tiere in ihren Rudeln, aber ich vermute mal, dass er ihn deswegen ausgewählt hat, weil es doch eine ganz klare Hierarchie gibt. Ja? Der mit den schärfsten Zähnen und der am stärksten ist, der setzt sich durch und der wird der Leitwolf des Rudels und die anderen haben sich sozusagen dem unterzuordnen. Ja. Ja, und der Wolf kann Aggression auch sehr gut kommunizieren. Also ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Auch in den Märchen kommt er ja oft nicht so gut weg, dann ist der böse Wolf, aber ich glaube, dass das den Marshall Rosenberg jetzt gar nicht so unbedingt inspiriert hat, ihn auszuwählen. Bleiben wir noch ein bisschen beim Herrn Rosenberg. Er hat quasi diese Theorie entwickelt oder diesen Ansatz entwickelt, diese Kommunikationstheorie. Er war klinischer Psychologe. Ich habe da auch ein Buch von ihm verlinkt auf der Startseite noch. Ich nehme an, das ist sein Standardwerk. Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Ich glaube, dass ich dieses verlinkt habe. Ja. So ist es, eine Sprache des Lebens. Habe es allerdings nicht gelesen, aber ich nehme an, wenn sich jemand da weiter interessiert, das ist ein recht guter Ansatz. Erzähl ein bisschen was über ihn. Er hat ja auch mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, sieht er da seine Wurzeln, auch Mahatma Gandhi hat ihm Inspiration geliefert, das habe ich sehr interessant gefunden. Wie kam denn er da dazu, diese Theorie zu entwickeln? Also er ist als klinischer Psychologe, hat er sich immer schon für Kommunikation interessiert und ich denke, er hat auch vieles aufgenommen jetzt von seinen Lehrern und manches in der gewaltfreien Kommunikation wird aus anderen Kommunikationsansätzen bekannt sein. Ja, ich Botschaften senden, zum Beispiel nicht du Botschaften zu senden. Das hat er sicher übernommen, was für mich sozusagen ein Spezifikum jetzt ist, was der Marshall Rosenberg für mich an Neuem eingebracht hat, ist diese Ebene der Bedürfnisse. Ja, zu schauen, worum geht's wirklich. Ja, und die Ebene der Bedürfnisse, das ist für ihn das, was alle Menschen miteinander teilen. Also Bedürfnisse, das ist das, was wir haben, weil wir Menschen sind. Mhm. Ja, und auf der Ebene gibt's an sich auch keinen Konflikt. Weil die Bedürfnisse sind immer alle gleichzeitig da. Sie sind unabhängig jetzt von einer bestimmten Person, auch von Ort oder Zeit. Also sie sind abstrakt. Und das ist das, auch wenn bei mir gerade ein anderes Bedürfnis im Vordergrund steht als bei dir, kann ich mich da einfühlen. Ja? Wenn ich zum Beispiel gerade sehr viel Wertschätzung bekommen habe und jemand sagt zu mir, ich brauche dringend Wertschätzung,
dann kann ich das nachfühlen. Ja, also das ist die Ebene, wo wir uns sozusagen miteinander verbinden können. Und er sieht aber gewaltfreie Kommunikation jetzt wirklich auch als gesellschaftsverändernden Ansatz, und er selber und auch Trainer und Trainerinnen für gewaltfreie Kommunikation arbeiten also weltweit auch an manchen Hotspots dieser Welt. Er war also mehrfach auch in Israel und Palästina, um da zu vermitteln. Ich weiß von Trainern, Trainerinnen, die in Sri Lanka waren und versucht haben, dort zwischen den sich bekriegenden Parteien zu vermitteln, und die es geschafft haben, innerhalb von einer Woche 60 Teilnehmer von beiden Seiten, die sich ihre Familien gegenseitig umgebracht haben, dass die miteinander ein Fest feiern konnten. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass das nicht nur jetzt was ist, was ich halt mit meinem Mann und meinen Kindern pflege oder vielleicht mit meinen Schülern und Schülerinnen, sondern das wirklich ein enormes friedensstiftendes Potenzial hat. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Thema für so wichtig erachte, weil wir, glaube ich, in einer Zeit leben, wo wir uns auf diese Dinge besinnen sollten, oder sonst geht es wirklich den Bach runter. Also das ist meine, ich weiß nicht, das ist meine ganz nüchterne Einschätzung der Lage. Und Giraffensprache, wenn man so nennen möchte, ja, ich finde Giraffen sehr sympathisch. Aber um was es eigentlich geht, ist, was mich jetzt interessieren würde, um dem ein bisschen noch näher zu kommen, was es da jetzt eigentlich geht, ist, wie definiert sich denn Gewalt in der Sprache? Was ist denn nach deiner Auffassung oder nach der Auffassung dieser Theorie alles Gewalt in Sprache? Weil da hat es für mich auch ein paar Überraschungen gegeben. Genau, die Gewalt fängt nicht erst an, wo ich den anderen anbrülle oder ihm Schimpfwörter an den Kopf werfe oder vielleicht schon körperlich ihn attackiere, sondern Gewalt fängt schon dort an, wo ich über den anderen urteile. Mhm. Ja, wo ich zum Beispiel dem anderen sage, wie er ist. Ja, und wenn wir unsere Sprache beobachten, und da nehme ich mich selber nicht aus, wie häufig kommt es vor, dass wir solche Urteile fällen. Ja, der ist faul oder der ist unkooperativ oder der ist so oder die ist so. Und damit sozusagen, das ist schon ein erster Schritt in Richtung Gewalt. Ja, ich sage dem anderen, wie er ist, oder ich ordne ihn in Schubladen ein. Ja, und bin nicht mehr wirklich frei, diesem Menschen jetzt im Augenblick zu begegnen und herauszufinden, was uns da verbindet und was den gerade bewegt. Das heißt, es geht um Bewertung eigentlich, gar nicht nur um Verurteilung, das ist dann wieder der nächste Schritt, sondern eigentlich um Bewertung von dem Gegenüber. Genau, es geht grundsätzlich um das Thema Bewertung. Wenn wir jetzt noch einmal das Symbol Tier des Wolfes hernehmen, der Wolf hat ganz klare Vorstellungen, nach denen er urteilt, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist böse, das gehört sich oder das gehört sich nicht. Und damit, das ist sein Zugang zur Wirklichkeit. Ja, danach ordnet er die Wirklichkeit ein. Während die Giraffe auch bewertet, aber das Bewertungskriterium sozusagen in der gewaltfreien Kommunikation ist, erfüllt das die Bedürfnisse der Beteiligten oder erfüllt das die Bedürfnisse der Beteiligten nicht? Ja, also und bei Bewertung, und das war für mich die Überraschung, inkludiert man da auch Lob? Ja, auch Lob ist. Also wenn ich sage, das hast du sehr gut gemacht, ist das eigentlich Aggression? Ich nehme mir zumindest die Definitionsmacht heraus, was sehr gut ist. Ja, aha. Und der andere hat sich sozusagen meiner Definitionsmacht unterzuordnen. Ja, in dem Fall jetzt in einem Positiven. Ja, also er hat sich so verhalten, dass ich befinde, dass das sehr gut war. Ja, also und wie setzen wir oft Lob ein? Wir setzen Lob oft nicht ein, um Wertschätzung auszudrücken. Ja, das ist was ganz Wichtiges in der gewaltfreien Kommunikation, dass wir Wertschätzung ausdrücken, sondern wir setzen Lob ein, um den anderen zu manipulieren. Wir möchten, dass dieses Verhalten möglichst aufrechterhalten wird, und damit kann Lob auch ganz viel Druck auslösen.
Ja, ich habe zwar jetzt Lob bekommen, was weiß ich, von meinem Chef, von meiner Lehrerin, aber dann kommt schon die Angst, werde ich auch in Zukunft in der Lage sein, den hohen Ansprüchen zu genügen und mir weiterhin dieses Lob zu verdienen. Mhm. Ja. Sehr spannend. Wenn wir in der gewaltfreien Kommunikation Wertschätzung ausdrücken, ist das was anderes, weil dann wollen wir einfach dem anderen mitteilen, wie er unser Leben bereichert hat, was er oder sie getan hat, sozusagen unser Leben schöner zu machen. Und die wäre anfangen mit einer Beobachtung, was hat der andere konkret getan, jetzt gerade. Ja, das muss er nicht in Zukunft immer tun, ja, sondern nur, was gibt's jetzt zu feiern, worüber freue ich mich, was hat der andere getan, was löst es bei mir an emotionaler Reaktion aus, weil ich dadurch was bekommen habe. Ja. Vielleicht an einem Beispiel. Eine Kollegin schickt mir ihre Vorbereitungen zu einem Thema und ich freue mich, weil ich Unterstützung brauche und die damit bekommen habe. Ja. Und das heißt nicht, sie muss das immer weiter tun, sondern ich sage, was jetzt für mich sozusagen an Positivem dadurch ausgelöst wurde, ja, welche Bedürfnisse sich dadurch erfüllt haben. Mhm. Ich finde es wirklich spannend, weil dieses Lob, eben wie du sagst, es sagt, das war gut und verhalte dich ja wieder so in Zukunft. Also man schränkt dann quasi schon ein und es ist ja auch eine Beurteilung. Ne? Und genau, und die Motivation, die dann hinter den Handlungen der Menschen steckt, wenn sie gewohnt sind, gelobt und bestraft zu werden, ist eine extrinsische Motivation, ja, weil sie tun dann etwas, um sozusagen sich die Anerkennung des anderen zu verdienen oder um nicht bestraft zu werden, aber nicht, weil sie eine innere Motivation haben, weil sie sehen, dass das, was sie tun, zu etwas dient, ja, dass das zu etwas gut ist. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal dann zurückgehen auf die Wurzeln, zumindest in diesem Wikipedia-Artikel habe ich da auch die Upanishaden als Wurzel gefunden, was ich sehr interessant fand. Wo siehst du denn da den Zusammenhang mit dem Buddhismus zum Beispiel? Ja, siehst du den auch? Oder, die Upanishaden sind jetzt heilige Schriften aus dem Hinduismus. Ja, stimmt. Aber Hinduismus. Der Marshall Rosenberg, soweit ich das jetzt von ihm verstanden habe, kommt also schon aus der jüdisch-christlichen Tradition. Spirituell hat sich aber viel auch mit östlichen Religionen beschäftigt. Also auch der Buddhismus und auch der Hinduismus haben ihn da sicher inspiriert. Ja. Mhm. Und ich denke gerade im Buddhismus, ich habe auch viel am Graz mit dem buddhistischen Zentrum zusammengearbeitet. Die haben sowieso ganz viel Achtsamkeitspraxis. Ja? Und das ist auch sozusagen eine gute Grundlage, dass ich gewaltfrei kommunizieren kann, dass ich achtsam mit mir selber und mit anderen umgehe. Und natürlich ist ihnen Gewaltfreiheit auch grundsätzlich ein Anliegen. Darum haben sie auch Interesse an gewaltfreier Kommunikation. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass es also man kann es auf verschiedenen Ebenen betrachten. Es ist ein Kommunikationsmodell. Ich kann die vier Schritte, die ich dann vielleicht noch kurz erklären kann, anwenden, um Konflikte zu lösen. Mhm. Aber es hat auch eine sehr tiefe Dimension, ja, wo ich sagen würde, für mich hat es auch diese spirituelle Dimension. Und ich glaube, dass der Marshall Rosenberg das durchaus auch so sieht. Mhm. Ja. Bevor wir auf diese vier Schritte, die finde ich, die sollten wir auf jeden Fall ansprechen, ich muss da einen Kommentar, das finde ich interessant, gewaltfreie Kommunikation ist für mich ignorieren. Also ignorieren dessen, nehme ich einmal an, der jetzt was sagt, was mir nicht passt. Was sagst du dazu? ist das ein Ansatz? Es hat nichts mit Ignorieren zu tun. Die gewaltfreie Kommunikation basiert im Wesentlichen auf zwei Säulen. Ich habe ein Gegenteil. Eigentlich habe Empathie. Ne? Genau. Man soll nicht ignorieren, sondern man soll eigentlich versuchen zu verstehen, warum sagt er das oder die. Genau. Die zwei Säulen sind im Wesentlichen, ich will verstanden werden. Ja? Und damit ich verstanden werden kann, ist es wichtig, dass ich mich aufrichtig mitteile. Weil wenn ich nicht aufrichtig von mir etwas hergebe, wie soll der andere riechen können,
wie es mir gerade geht oder was ich gerade brauche. Das heißt, ich will verstanden werden, ich teile mich aufrichtig mit in diesen vier Schritten der gewaltfreien Kommunikation. Und die zweite Säule ist, ich will den anderen verstehen. Das ist die Säule der Empathie. Ja, ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit wirklich ganz zum anderen und versuche auch hinter seinen Urteilen, hinter seinen Vorwürfen, was auch immer er mir oder sie mir entgegenbringt, zu hören, was fühlt er gerade, was braucht er gerade und wie kann er oder sie zu dem kommen. Mhm. Das heißt, es ist ja radikales Ernstnehmen sowohl meiner selbst als auch des anderen oder der anderen. Es geht also viel um Ehrlichkeit. Also im Prinzip funktioniert es nur dann, wenn beide Seiten bereit sind, ehrlich miteinander zu reden und ihre wirklichen Motivationen auch auszudrücken. Ja, genau. Weil die Absicht in der gewaltfreien Kommunikation ist jetzt nicht, den anderen möglichst schnell dazu zu bringen, dass er endlich das tut, was ich von ihm haben will. Da gibt es wahrscheinlich sehr ineffizient, glaube ich, dafür. Bessere Ansätze oder Methoden, genau, wenn das mein Ziel ist, sondern was die Stärke der gewaltfreien Kommunikation ist, ist wirklich Verbindung zu schaffen zwischen Menschen. Und meine Erfahrung ist, wenn diese Verbindung gelungen ist, ja, wenn Verständnis zwischen den beiden Seiten eingetreten ist, ist es oft ganz einfach, Lösungen zu finden. Und wenn wir zum Beispiel in gewaltfreier Kommunikation vermitteln, auch zwischen Konfliktpartnern, wir fangen nicht an, Lösungen zu verhandeln, bevor nicht diese Verbindung hergestellt ist oder diese Verbindung möglich geworden ist. Ja, und bevor überhaupt klar ist, was da eigentlich das Problem ist an dieser Situation, oder? Ich meine, es ist doch oft so, dass Menschen das eine wollen, aber sich das nicht direkt sagen trauen und dadurch irgendwie so von hinten oder von der Seite da irgendwie sich durcharbeiten. Ne? Und das führt ja dann oft zum völligen Desaster, weil diese ausflüchtigen Begründungen, warum der oder diejenige jetzt das machen sollen, völlig an den Haaren herbeigezogen sind. Und bei dem anderen wiederum den berechtigten Eindruck auslösen, das ist, ich habe überhaupt keine Veranlassung, das zu machen, weil die Begründung, die er mir jetzt nennt, ist sinnlos. Ne? Also, und da geht es dann auch um Ehrlichkeit. Also, wenn man nicht wirklich sagt, ja, ich will das eigentlich, weil ich halt, keine Ahnung, wenn man diese Motivation nicht wirklich dem anderen mitteilt, ist das sowieso von vornherein schon verfahren. Und das, glaube ich, passiert sehr oft, oder? Genau, es passiert sehr oft, dass man oft auch nur eine Möglichkeit, eine Strategie sieht, wie kann ich zu dem kommen, was ich brauche. Und ich versuche, die durchzuboxen gegen den anderen. Mhm. Ja. Aber was du sagst, dieses hinten herum und ich fädel's ein und ich deut's an und vielleicht checkt das ja doch oder sie, ja, das hat für mich, glaube ich, viel damit zu tun, nicht den Mut oder die Ehrlichkeit zu haben, klar auf den Tisch zu legen, was ich brauche und was der andere oder die andere dazu beitragen könnte. Und ich vermute, dass das daher kommt, dass viele von uns die Erfahrung gemacht haben, wenn wir gesagt haben, was wir brauchen und was wir gerne hätten, dass das nicht ernst genommen worden ist. Ja. Und wenn wir jetzt nur einmal auf die Symboltiere kommen, ich denke, der Wolf agiert ständig aus der Angst heraus, seine Bedürfnisse werden nicht wahr oder ernst genommen. Und das ist für mich das Schwierigste an der gewaltfreien Kommunikation, das umzulernen. Ja? Wenn ich im Laufe meiner Biografie immer wieder die Erfahrung gemacht habe, was ich brauche, zählt nicht, kann ich fast nicht anders, als zu meinen, ich muss kämpfen, um mich gegen den anderen durchzusetzen. Ja? Ja. Während die gewaltfreie Kommunikation hat eher den Blick auf die Fülle und sagt, es ist von allem eigentlich genug für alle da. Ja, und wenn wir nicht gegeneinander, sondern miteinander versuchen, diese Bedürfnisse zu erfüllen, dann ist es möglich. Ja. Und dann kann ich auch das klar ansprechen. Aber ich denke, dass es für viele schwierig ist und ich vermute mal, dass es in der Sozialisation von Frauen für manche noch schwieriger ist, klar zu sagen,
was sie gerne hätten. Ja, das kommt dann oft so ein bisschen als Gejammer herüber, habe ich ja doch schon den ganzen Tag und dieses und jenes auch noch alles und könntest du vielleicht nicht bitte doch oder so, ja, statt einfach zu sagen, ich habe heute einen anstrengenden Tag gehabt, ich bin müde und ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich, kannst du dich bitte um die Kinder kümmern. Ja, das wäre ganz klar. Das kann ich aber nur sagen, wenn ich auch innerlich glaube, dass mir das zusteht. Ja, und sehr häufig werden dann Bitten in einer Weise vorgetragen, die es dem anderen ganz schwer machen, darauf einzugehen. Ja, und das bestätigt den eigenen inneren Glaubenssatz. Na, eigentlich steht mir das eh gar nicht zu, ja, dass ich das bekomme, was ich brauche. Das heißt, man soll jemanden, das Gegenüber schon, bitten, seine Bedürfnisse helfen zu erfüllen, aber man soll es nicht einfordern. Ja, danke, da hast du einen ganz wesentlichen Unterschied jetzt auch noch einmal angesprochen. In der gewaltfreien Kommunikation zeichnet sich eine Bitte dadurch aus, dass der andere, die andere die Freiheit hat, auf meine Bitte Ja oder Nein zu sagen. Ja. Und zwar ohne in meiner Wertschätzung zu sinken. Jetzt muss man sagen, das ist im Alltag nicht immer ganz so einfach, ja, dem anderen wirklich diese Freiheit zu lassen. In der gewaltfreien Kommunikation, wenn jetzt jemand Nein sagt auf meine Bitte, ja, dann deuten wir das klassisch als Ablehnung. Ja. Der mag mich nicht, der nimmt mich nicht ernst, dem bin ich nicht wichtig und man nimmt sofort persönlich. Ja. In der gewaltfreien Kommunikation wird das anders gesehen, weil jedes Nein ist ein Ja zu etwas anderem. Ja. Das heißt, der andere versucht sich gerade ein anderes Bedürfnis zu erfüllen, das für ihn ganz dringend ist. Und darum sagt er im Moment zu mir Nein. Ja? Und das muss ich wieder sehen. Genau, dann versuche ich herauszufinden, was hindert den gerade dran, Ja zu sagen. Ja? So ein ganz banales Beispiel, vielleicht aus dem Familienalltag. Mein Sohn kommt aus der Schule nach Hause. Es gibt eine Vereinbarung, dass er sich um den Müll kümmert. Ich stelle ihn dem schon vor die Tür, weil ich mir denke, das ist sehr effizient. Er braucht die Schuhe gar nicht ausziehen und kann ihn gleich hinuntertragen. Und ich sage, er kommt heim und ich sage, na, wärst bereit, den Müll runterzutragen? Na! Jetzt könnte ich mir denken, was habe ich falsch gemacht in der Erziehung? Warum ist der so unkooperativ, ja, und überhaupt unverlässlich auch noch? Weil er hat ja übernommen, sozusagen, sich um den Müll zu kümmern. Oder ich kann versuchen herauszufinden, was hindert ihn gerade dran, Ja zu sagen. Ja, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich habe dann so irgendwas gesagt wie, hast heute auch einen wirklich anstrengenden Tag in der Schule gehabt und würdest jetzt gerne mal selber bestimmen, was du gern machen möchtest. Er sagte, ja, ich möchte jetzt gern eine halbe Stunde Computer spülen, weil da entspanne ich mich. Ja, dann sage ich, okay, und kannst dann den Müll runtertragen? Ja, gerne. Ja, also auch, dass der andere das Vertrauen kriegt, da will jetzt nicht jemand seins durchsetzen auf meine Kosten, sondern auch, was ich brauche, zählt. Ja, und wenn das Vertrauen gegeben ist in Beziehungen, denke ich, dann ist vieles viel, viel, viel einfacher. Ja, weil man kann klar um etwas bitten und man weiß auch und kann sich auch darauf verlassen, der andere sagt Nein, wenn es gerade überhaupt nicht passt. Ja. Weil wir oft sagen mal ja und meinen eigentlich nein. Und der andere spürt es ja, dass das nicht von Herzen kommt. Ja, und eigentlich ist es eine Belastung für die Beziehung und nicht wirklich eine Bereicherung. Auch wieder ein Kommentar aus dem Check. Wie kommuniziert man gewaltfrei mit Menschen, deren Sprache systematisch, ja gerade vielleicht von ihnen selbst unbemerkt, ganz automatisiert, gewaltbehaftet erscheint? Und noch wichtiger, wie bringt man sie dazu, über ihren eigenen Gebrauch von Sprache zu reflektieren? Das kennt man ja, ne? Menschen, die also wirklich immer fordernd, aggressiv, anklagend sind, also kaum hat man zwei Sätze mit ihnen gesprochen, fällt man in das rein. Wie geht man damit um? Ja, was ich versuche da zu machen, ist einfach Übersetzungsarbeit zu leisten. Ja? Wenn das so richtig wölfisch rüberkommt, lauter Urteile, Vorwürfe, versuche ich herauszuhören, worum geht's da wirklich. Mhm. Ja? Und oft sind die Menschen so erleichtert, ich werde ihnen Vorschläge machen, ja, und sagen,
bist echt frustriert, weil du da gern mehr Klarheit hättest oder weil du dir da mehr Engagement wünschst oder was auch immer jetzt sozusagen die Situation betrifft. Ja. Und ich muss gar nicht beim ersten Mal schon das Richtige erwischen. Ja. Ist natürlich schwer, ne? Ja, manchmal gelingt es, wenn man sehr empathisch ist, und manchmal gelingt es auch nicht. Und anfangs habe ich mir gedacht, nein, ich muss das gleich richtig machen und dann kann es auch anstrengend werden, gewaltfrei zu kommunizieren. Aber ich muss es nicht gleich richtig machen, sondern ich signalisiere dem anderen, mich interessiert von Herzen, worum es ihm wirklich geht. Also was sich hinter seinen Schimpftiraden oder seinen Urteilen, seinen Vorwürfen, was sich dahinter verbirgt. Ja? Und ich mache einfach einmal einen Vorschlag und dann kann der sagen, na, das ist es nicht. Aber wenn ich mir es jetzt so überlege, das ist es eigentlich, worum es mir geht. Ja? Oder das brauche ich. Das heißt, ich helfe dem anderen herauszufinden, nicht die Schuld im Außen zu suchen, ja, dem anderen zu sagen, du bist falsch, du bist schuld, dass ich mich so ärgere, ja, weil du machst einfach alles falsch und du bist wirklich daneben und meistens gehen wir in dieser Weise damit um, ja, sondern drauf zu kommen, wenn ich mich gerade ärgere oder wenn ich gerade aggressiv werde, was ist es, was gerade zu kurz kommt, was ist es, was ich gerade brauche? Ja, das kann natürlich sehr komplexe und tiefliegende Konflikte zur Ursache haben, die man jetzt in einem Gespräch gar nicht lösen kann. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist, man versucht dann quasi den Raum aufzumachen von dieser Enge, na, das will ich nicht, zu signalisieren, da ist jetzt die Möglichkeit, dass meistens ist es ja so, wenn jemand so forsch und so gewaltvoll kommuniziert, dass er auf Ablehnung stößt. Und wahrscheinlich erzeugt es eine ziemliche, vielleicht Verunsicherung oder eine positive Verunsicherung, wenn der andere dann nicht Widerstand bietet, sondern sagt, du, ich verstehe das noch nicht ganz, kannst du mir das erklären? Also quasi Interesse zeigt und eben auch Empathie und versucht, sich da einzufühlen. Und es reicht eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, wenn derjenige, der da jetzt aggressiv formuliert, einfach nur das Gefühl kriegt, da habe ich jetzt den Raum, da, mit dem kann ich jetzt einmal reden. Und dann kommt er erst zum Selbstreflektieren. Also ich helfe sozusagen meinem Gegenüber herauszufinden, worum geht's mir wirklich? Ja, und oft, wenn Leute sehr aggressiv kommen, die sehnen sich ja in der Tiefe eigentlich nach Kontakt und Verbundenheit, haben aber vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht oder nicht kriegt, was sie brauchen und holen sich halt jetzt Kontakt im Sinne von ich teile aus und selbst wenn ich eine zurückkrieg, ist noch besser, als ich krieg gar nichts. Ja, aber zu signalisieren, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, ja, zu dem zu kommen. Beruflich habe ich ja jetzt persönlich sehr viel mit Projektmanagement zu tun, also bin ich eigentlich Projektmanager und ein Begriff, der da jetzt auch gefallen ist, in Verbindung mit der gewaltfreien Kommunikation war etwas, das ich sehr gut kenne und das ich auch als großartiges Mittel sehe, um Konflikte in Projekten zu lösen, nämlich die Win-Win-Situation zu suchen. Genau, in der gewaltfreien Kommunikation gehen wir davon aus, dass Konflikte eigentlich nichts anderes sind als eine Chance, zu besseren Lösungen zu finden, wo beide sozusagen ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Ja, also müssen beide profitieren, sonst funktioniert es nicht. Ne? Das ist so wie in Palästina und dieser Konflikt, wo also immer, wann immer jemand quasi seinen Willen jemand anderen aufzwingen möchte und der so überhaupt keinen Vorteil darin sieht, außer dass der andere dann irgendwie hat, was er braucht, das kann ja nicht funktionieren. Nein, es kann einfach nicht funktionieren. Ne? Es kann nicht funktionieren und eben auf dieser Ebene der Bedürfnisse jetzt in der gewaltfreien Kommunikation geht es auch darum, sozusagen, dass wir da sowieso miteinander verbunden sind. Das heißt, auch wenn ich nicht direkt betroffen bin, sondern ich sehe zwei, die sich aufs Wildeste beschimpfen, ja, kann ich sagen, geht mir ja eigentlich nichts an. Aber wenn ich es wahrnehme, merke ich, dass auch dann mein Bedürfnis nach Respekt nicht erfüllt ist und nach achtsamem Umgang miteinander. Ja. Das heißt, es geht darum, eine Situation zu schaffen, wo das für mich auch gegeben ist und das heißt gleichzeitig auch, dass das für den anderen gegeben ist. Ja? Weil wenn ich dann sozusagen
dem anderen Schaden zufüge, auf der Ebene der Bedürfnisse, merke ich dann, da bleibt bei mir auch Wesentliches auf der Strecke. Ja, sondern es geht darum, Lösungen zu finden, dass eben beide Seiten zu dem kommen können. Und da ist einfach wichtig zu sehen, die Unterscheidung zwischen einem Bedürfnis und einer Strategie. Ja? Bedürfnis wäre zum Beispiel, ich brauche Entspannung. Ja? Mhm. Dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich zu dem kommen kann. Ich kann ein Bad nehmen, einen Spaziergang machen, ein Buch lesen, eine Freundin treffen. Und für verschiedene Menschen gibt es unterschiedliche Strategien. Ja? Und oft streiten wir miteinander oder kommen in Konflikt, weil wir nur unsere Lieblingsstrategie sehen. Und die geht halt dann nicht zusammen mit dem, was der andere braucht. Ja? Mhm. Aber wenn wir uns auf die Ebene der Bedürfnisse begeben und sehen, es gibt für jedes Bedürfnis ganz viele Möglichkeiten, wie das erfüllt werden kann, dann sehen wir, dass es Lösungen gibt, wo das realistisch ist, dass beide ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Ja? Aber es braucht die Bereitschaft zu sagen, okay, nicht immer funktioniert es mit meiner Lieblingsstrategie. Ja? Aber ich verzichte trotzdem nicht auf das, was ich brauche. Ja? Ich setze mich dafür ein, dass ich bekomme, was ich brauche. Das ist ganz wichtig in der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt nicht, ich bin nur mehr lieb und nett und sanftmütig und versuche es ab sofort allen recht zu machen. Überhaupt nicht. Ja? Sondern ich setze mich sehr klar für Dinge ein, die mir am Herzen liegen und die ich brauche. Und schaue gleichzeitig aber auch, dass das für den anderen möglich ist. Aber jetzt, nachdem jetzt schon der Wolf als Beispiel genannt wird, was jetzt aber, es gibt auch Situationen, wo das Bedürfnis des anderen einfach nicht erfüllt werden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wiesel bin und der Wolf möchte mich fressen. Also, und solche Situationen gibt es ja jetzt auch in anderer Form im menschlichen Zusammenspiel, ja. Was macht man dann, wenn dieses Bedürfnis des anderen an meine Substanz geht und quasi mein Leben gefährdet im Extremfall? Das Bedürfnis gefährdet nie das Leben, sondern was das Leben gefährdet, ist die Strategie. Das, wie ich zu dem komme, was ich brauche. Ja? Weil der Wolf braucht Nahrung. Ob ich Wiesel jetzt diese Nahrung sein muss im Moment, das ist eine, das ist vielleicht gerade seine Lieblingsstrategie. Ja. Aber nur auf der Ebene der Strategien geht es dem anderen ans Leben. Ja? Auf der Ebene der Bedürfnisse nicht. Um bei dem Beispiel zu bleiben, das vielleicht ein bisschen hinkt, müsste man dann jetzt aber sagen, dass der Wolf quasi Vegetarier werden müsste, um nicht Bedürfnisse anderer zu einzuschränken. Und das wird nicht passieren. Und ich glaube, also im richtigen Leben gibt es solche Situationen. Oder glaubst du, dass im zwischenmenschlichen Zusammenspiel, also man ist jetzt mit einem Kannibalen in der Zelle gesperrt, aber glaubst du, dass es im zwischenmenschlichen Zusammenspiel immer an der Strategie liegt und nie an dem Bedürfnis selbst? Ich bin eigentlich davon überzeugt, ja, dass es an der Strategie und nicht am Bedürfnis liegt. Mhm. Und dass es andere mögliche Strategien gibt. Ja. Das heißt nicht vielleicht immer sofort, ja. Mhm. Aber Bedürfnisse müssen nicht, die sind nicht einer Zeit gebunden, ja, sondern es ist nur wichtig, dass sie getankt werden, ja, sozusagen, dass sie immer wieder genährt werden. Und es kann sein, was ich brauche jetzt dringend Ruhe, ja, und ich stehe in einer Klasse und da geht's gerade drunter und drüber, dann nehme ich mal wahr, jetzt brauche ich wirklich dringend Ruhe, die brauchen aber gerade Aktion und Bewegung und Austausch und Kreativität, ja. Dann nehme ich mein Bedürfnis trotzdem ernst, ja, und schaue, was habe ich für Möglichkeiten in der Situation dafür zu sorgen. Kann sein, ich gebe ihnen dann irgendeinen Auftrag oder so, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen kann und zur Ruhe komme. Aber wenn das für mich gerade wichtig ist, dann sorge ich sozusagen nachmittags dafür, ja, dass dieses Bedürfnis nach Ruhe gut genährt ist, wenn ich wieder mehr Handlungsspielraum habe. Ja. Mhm. Und wenn das Bedürfnis grundsätzlich gut genährt ist, komme ich erleichtert damit zurecht, wenn es halt in manchen Situationen dann gerade einmal nicht der Fall ist, ja, oder jetzt gerade nicht sein kann. Ja. Das heißt, Bedürfnisse können auch ein Stück weit geparkt werden, aber sie dürfen nicht ignoriert werden, ja, weil irgendwann merke ich dann selber nimmer,
was ich fühle und was ich brauche und verliere sozusagen diesen Kontakt zu meiner inneren Lebendigkeit. Ja? Und dann funktioniere ich nur mehr im Außen. Ja? Das heißt, man muss sich seiner eigenen Bedürfnisse überhaupt erst einmal bewusst werden. Ich glaube, daran scheitert es ja schon sehr oft. Muss dann ehrlich genug sein, mutig genug. Ich glaube, Mut ist ganz wichtig. Ohne Mut gibt es das alles nicht. Also nur extrem mutige Menschen können gewaltfrei kommunizieren eigentlich. Ansonsten bist du im Flucht-Angriff-Verhalten gefangen und das resultiert ja eher aus Angst. Und dann muss ich noch den Mut aufbringen, den anderen zu sehen, was er eigentlich wirklich will. Und da hinschauen zu können und vielleicht auch anzuerkennen, naja, da hat er schon recht da. Ne? Ja, und also da habe ich vielleicht auch was getan, was für den anderen schmerzlich war. Ja, genau. Boah, dann wird es noch schwieriger, da muss ich eigene Fehler einmal eingestehen. Das ist ja furchtbar, ne? Das ist genau, ja, sowas wie Fehler gibt es eigentlich in der gewaltfreien Kommunikation gar nicht. Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir alles, was wir tun, um uns ein Bedürfnis zu erfüllen, dann geht es immer darum, die gute Absicht hinter dem Fehler unter Anführungszeichen zu sehen. Was wollte ich denn an Positiven damit erreichen, auch wenn es in der Situation daneben gegangen ist. Das andere ist, mich auch darauf einzulassen, sozusagen, was hat es beim anderen ausgelöst, ja, an Schmerz. Und das kann ich auch von Herzen bedauern, ja, aber ich brauche mich nicht entschuldigen, sondern ich bedauere, weil ich nicht im Einklang mit meinen eigenen Werten oder Bedürfnissen gehandelt habe. Schön, dass ich da jetzt immer mit Extrembeispielen komme, aber wenn jetzt jemand einen Kochtopf mit Reisnägeln beim Marathon loslässt, also eine Explosion, wie wir es gerade in Boston gesehen haben, dann war das ein Fehler. Ich glaube, da gibt es nichts dran zu beschönigen, oder? Oder wie siehst du das? Ich meine, weil du sagst, ich meine... Natürlich sagen wir langläufig, das ist klar ein Fehler. Ja? Jetzt haben wir aber Leute, die mit gewaltfreier Kommunikation arbeiten, auch viel in Gefängnissen oder mit Strafinsassen gearbeitet. Mhm. Ja? Und da ist das Heilsame an dem Prozess, nicht nur zu sagen, du hast einen Fehler gemacht und das war total falsch und dafür musst du jetzt bestraft werden, sondern auch zu versuchen zu verstehen, was hat denn dazu bewogen? Ja? Was war seine Absicht dahinter? Und das hat er vielleicht manchmal gar nicht so bewusst selber. Ja? Was wollte ich damit erreichen? Ja, ich habe jetzt auch keine Spekulationen oder Vermutungen, was die Attentäter beim Marathon, ja, was deren unerfülltes Bedürfnis ist. Aber häufig, gerade bei diesen Amokläufen, wo wir auch gehört haben, ja, wo dann einer in die Schule geht und alle niederschießt, das sind ganz oft Menschen, die davor sehr unauffällig sind, ja, wo man sich denkt, von dem hätte man das nie gedacht, ja, hat man dann oft danach gehört, die oft beschämt oder bloßgestellt worden sind, ja. Und sich nicht gewehrt haben, manche gehen sofort in die Rebellion oder auch gleich in die Aggression und irgendwann wird der innere Druck so groß, und ich meine, dass er einen Druckkochtopf verwendet hat, finde ich rein symbolisch auch nicht uninteressant. Ja, irgendwann wird der Druck so groß, dass man sich nimmer helfen kann, seine Selbstachtung oder auch seine Selbstbestimmung irgendwie zu retten, als durch einen Gewaltakt, ja. Aber da ist schon viel davor passiert. Ja. Ja, das Problem passiert weit früher. Sehr interessant, was du sagst, deshalb nämlich, weil in der Diskussion jetzt, wenn man sie so beobachtet über die Fernsehsender und Nachrichtenmedien und Blogs und so weiter, die Frage, okay, aber warum haben die das eigentlich gemacht, ist völlig unterrepräsentiert. Es ist dasselbe Problem mit den von dir angesprochenen Shootings da in den Schulen und so weiter oder wo auch immer. Es wird darüber geredet, wie kann man das verhindern, wie kann man noch mal überwachen, wie kann man jeden, der irgendwie was Komisches auf YouTube hochlädt, kann man den nicht sofort verhaften? Also das habe ich heute wortwörtlich so gehört. Einfach nur auf den Verdacht hin. Ich meine, da würden Sie sich wundern, wie viele Leute plötzlich im Gefängnis sitzen. Kann man nicht
kann man das nicht durch noch mehr Überwachung verhindern oder einschränken? Und mit keiner Silbe eigentlich wird drüber nach, auch die Verwandten dieses Herrn sind heute zur Sprache gekommen, die haben also auch nur natürlich angeschuldigt, ich meine, das verstehe ich, der wollte sich da einfach schadlos halten, okay. Aber es ist mit keiner, bis auf ein paar ganz wenige Kommentatoren auf den entsprechenden Sendern, ist mit keiner Silbe erwähnt worden, dass man eigentlich, um sowas zu verhindern, verstehen muss, warum der das gemacht hat. Das ist eigentlich gerade jetzt ein furchtbares, aber passendes Beispiel für genau das. Und man kann es in den Medien verfolgen, wie das komplett schief läuft. Genau, da sind wir einfach ganz klar im wölfischen System. Ja, und das wölfische System ist ein Dominanzsystem, wo die, die oben sind, versuchen, die, die unten sind, zu kontrollieren. Ja, es geht darum, das Verhalten des anderen zu steuern und zu kontrollieren, während sozusagen jetzt die Giraffe versucht, Bedürfnisse zu erfüllen und herauszufinden, was kommt denn da zu kurz, dass der zu so gewaltigen, ja, Maßnahmen greift, ja, die uns alle natürlich schockieren. Ja. Ja. Und der Ansatz in der gewaltfreien Kommunikation, und darum arbeite ich gerne auch mit gewaltfreier Kommunikation in der Schule, weil ich die Erfahrung gemacht habe, da gibt's halt dann auch immer irgendwelche Strafen oder Sanktionen. Ja, wenn irgendjemand sich nicht an die Regeln hält, dann kriegt er eine Strafe aufgebrummt. Ja. Und das hat aber meistens zur Folge, dass es wieder zu einem weiteren Gegenschlag einlädt. Und eine Kollegin von mir, die arbeitet viel auch mit Schülern, ich arbeite ja hauptsächlich mit Lehrern und Lehrerinnen, und die hat gesagt, da kommen dann die 16-, 17-jährigen Burschen zu ihr in die Beratung und sagen, weißt, eigentlich haben wir schon fast ein bisschen Angst, was uns als nächstes einfallen wird, um es ihnen heimzuzahlen. Ja, und da merkt man, wie dieses Kontroll- und Dominanzsystem einfach an seine Grenzen stößt oder in sich wieder Gewalt produziert. Ja? Ja, das Ablehnen von Verantwortung und das Stellen von Forderungen, das ist eigentlich immer so sehr, sehr charakteristisch, weil man fordert, dass die Terroristen das gefälligst zu unterlassen haben. Diese Forderung kann ich verstehe die, das ist völlig, aber man schaut auf der anderen Seite nicht dorthin, was hat diese Terroristen, und da reden wir jetzt von einer sehr diversen Geschichte, glaube ich, was hat die überhaupt dazu veranlasst, das zu tun? Ja. Warum sind wer auch immer jetzt in die Türme geflogen, ja? Vor 11 Jahren, und da ist ja das, oder 12 inzwischen, und da ist das ganze Desaster losgegangen. Warum? Ja, diese ganzen, ich meine, man muss das ein bisschen im Verhältnis sehen. Also okay, Boston, wirklich tragisch, nur beim Marathon. Wenn man sich Bagdad anschaut, gerade vor 2 Tagen wieder 70 Leute, oder Irak, ja, das ist halt auch so ein bisschen eine Geschichte. Also da wird völlig inzwischen mit zweierlei Maß gemessen. Aber eben in den USA kann das ja nicht passieren, weil wir ja so einen riesen Sicherheitsapparat haben. Naja, sieht man eben, das ist nicht die Lösung. Und da fällt mir immer wieder dieses Einstein-Zitat ein, also Wahnsinn charakterisiert sich jetzt frei zitiert dadurch, dass man etwas, was nicht funktioniert, noch einmal macht, weil man glaubt, yeah, das zweite Mal geht's dann. Und das passiert aber in der Gesellschaft seit Jahrtausenden eigentlich. Ja, und es werden einfach Strategien weiterverfolgt, wenn man sich denkt, na, diesmal war es nicht erfolgreich, aber das nächste Mal. Man muss nur härter durchgreifen. Sicher funktionieren, genau, man muss nur schärfer nachlegen. Genau. Der Weg hat zwar jetzt nicht funktioniert, aber wenn man noch extremer geht, dann funktioniert er irgendwann. Und das ist wirklich Wahnsinn. Genau, und das ist jetzt für mich noch einmal sozusagen ein guter Anlass, eine weitere Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation jetzt vom Menschenbild her zu teilen. Nämlich, ich bin davon überzeugt, dass Menschen grundsätzlich so gestrickt sind, dass sie gerne zum Wohlergehen anderer Menschen beitragen, wenn sie es freiwillig tun können. Ja, und da sind wir jetzt noch einmal bei dieser Frage Forderung, oder sehe ich, was ich Gutes bewirken kann, ja, oder wie ich für den anderen das Leben schöner machen kann. Ja. Und ich merke, dass diese Freiwilligkeit auch was ganz Entscheidendes ist. Ja. Sobald ich unter Druck komme, habe ich nur 2 Möglichkeiten. Ja. Entweder ich unterwerfe mich oder
ich rebelliere und setze dem Gewalt entgegen. Und mein Eindruck oder ja, so meine Beobachtung oder Vermutung auch ist, dass in den klassischen Dominanzsystemen, die wir ja haben, sozusagen der Prozentsatz von Menschen, die bereit sind, sich zu unterwerfen und halt zu tun, weil die oben sagen, das kehrt sich so, dass der abnimmt, ja. Und dass es eher umkippt in eine Rebellion und Widerstand, ja, man verweigert sich, man setzt Widerstand entgegen, anstatt zu schauen, worum geht's denn eigentlich, ja, und wie können wir miteinander daran arbeiten, ja, dass das zu Wege kommt, was alle Beteiligten brauchen. Ja. Auch in der Politik denke ich mir das manchmal. Ja. Oh, da sagen sie sich immer gegenseitig, was die anderen gerade alles falsch machen, statt dass einmal klar schauen, worum geht es uns und welche Strategien finden wir miteinander, dass wir das erreichen können. Ja. Wunderbares Stichwort. Ich meine, ich glaube, die Politik ist ja da völlig verfallen. Ich meine, da geht es ja nur mit Anschuldigung, mit Ablehnen. Das ist ja Programm in der Politik. Danke für den Einwurf, weil das ist ja klar, dass das nicht funktionieren kann. Ich meine jetzt aus dieser Theorie heraus, zumindest wenn man jetzt sie für valide hält, ist es eigentlich völlig klar, dass die Politik irgendwann komplett an ein totes Ende gelangt. Schauen wir nach Italien, da ist es jetzt gerade so. Das ist. Ich glaube, heute gerade wieder erfolglos irgendwie versucht, da Regierungsbildung zu machen. Ich habe das jetzt nur so nebenbei mitgekriegt, aber da geht nichts mehr. Und was passiert? Es sind einfach drei Lager da, die komplett im Prinzip gewaltvoll kommunizieren. Ja, genau. Und die nur sagen, wir haben Recht und die anderen sind alle falsch. Ja? Ja. Und so kann man nicht gemeinsam zu einer Lösung kommen. Und ich denke, weil du ganz am Anfang auch angesprochen hast, jetzt in Bezug auf die Religionen, ne? Das war ja auch lang das Denken der Religionen oder auch der katholischen Kirche sozusagen, wir haben die Wahrheit gepachtet und alle anderen sind falsch und drum können sie entweder bekehrt oder bekämpft. Ja? Und ich denke mir, im dritten Jahrtausend ging es für mich darum, dass sich alle Weltreligionen zusammentun und schauen, was sind unsere Anliegen, ja? Worum geht's, damit Leben auf diesem Planeten auch weiterhin gut möglich ist und was kann jede Religion oder ihre Mitglieder, die Religion an sich kann gar nichts, dazu beitragen, dass das gelingen kann. Ja? Mhm. Und ob die anderen dann glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist oder nicht, das steht ihnen frei, ja, sozusagen auch zu respektieren. Da gibt es Unterschiede in unseren Auffassungen und trotzdem setzen wir uns gemeinsam ein für Soziales, trotzdem können wir uns gemeinsam einsetzen für Frieden und wir schauen, wie das bestmöglich gelingen kann. Ja? Mhm. Und ich denke, dass da in der katholischen Kirche am Zweiten Vatikanischen Konzil, also in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, viel passiert ist, ja, an Umdenken. So sehr, sehr kritisiert worden auch in der katholischen Kirche gerade. Ja, also da haben sich Gräben aufgetan, weil man es gewagt hat, da irgendwie auch später dann, da hat es einmal in der UNO eine Aktion gegeben, wo also alle Weltreligionen eingeladen waren und ich glaube, der vorvorgehende Papst ja, im Prinzip ausgehend von der These, wir beten eigentlich alle zum selben Gott. Ne? Kann ja nur so sein. Wenn es nein gibt, dann müssen die alle zum selben beten. Ne? Ja genau, aber sozusagen wegzugehen von dem Denken, nur wir haben Recht und die anderen sind falsch, ja, war für mich der Denkansatz des Zweiten Vatikanums ganz klar, auch das wertzuschätzen und Hochachtung zu haben, was die anderen an Gutem und Heiligen haben. Ja? Und das heißt nicht, ich muss alle Unterschiede verwischen, der andere darf auch anders sein. Ja? Niemand ist genau so wie ich und trotzdem können wir gut miteinander leben. Ja? Wenn wir das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, das, wozu sich's für uns lohnt, uns einzusetzen und halt auch respektieren, dass er in manchen Bereichen nicht meine Meinung teilt. Ja? Es ist halt so, dass man jetzt, vor allem auch in amerikanischen Talkshows, wenn zum Beispiel Geistliche zu Gast sind, die sagen dann alle sehr vernünftige Sachen, geht durchaus in diese Richtung. Aber dann irgendwann kommt dann plötzlich wieder raus, naja,
man muss schon an Jesus glauben, dass er der Erlöser ist, weil sonst kommt man schon in die Hölle. So, Entschuldigung, habe ich das nicht gesagt? Klar, das ist schon so. Und das ist dann immer so, wo man echt ein bisschen das Ladl runterfällt, weil ich denke, ja, wie soll denn das gehen? Ne? Also, wenn jemand in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen ist und so weiter, und warum kann er jetzt nur in den sogenannten Himmel kommen, wenn er dieses, ich nenne jetzt einmal, das ist ein Dogma, für sich anerkennt? Ne? Sehe ich jetzt auch sozusagen anders, ja, auch wenn es heißt, niemand kommt zum Vater außer durch mich in der Bibel. Ja. Aber ich denke, das ist für mich ein Weg sozusagen der Liebe und des Miteinanders und der Nächstenliebe, der zu Gott führt. Ja. Und ob derjenige jetzt an Jesus Christus als Person glaubt oder an das, was er verkörpert, ist egal. Ja, das ist, glaub, für mich persönlich, ja, ja, das, ja, kann ich jetzt nicht für die Kirche sprechen. Ja, na klar, aber damit kann ich was anfangen. Also es geht um das, was da eigentlich verkörpert wurde durch diese Person, was zum Ausdruck gebracht wird, und nicht um die Person eigentlich, jetzt um wirklich um diesen Menschen, um diese anders. Eigentlich wollte er uns ein Beispiel geben, wie Leben gelingen kann, ne? Und uns einladen sozusagen, na, hat er ja, in die Nachfolge. Na, ja, genau. Ja. Und es geht jetzt nicht darum, ihm alle Verehrung, schon natürlich auch Verehrung, warum nicht, ja, zukommen zu lassen, aber eigentlich geht es darum, sozusagen so zu leben, ja? Weil es hilft niemandem weiter, wenn alle sagen, super, aber selber nicht danach handeln. Ja? Ja, da gibt es oft furchtbare Bigotterie und dann kommen da plötzlich Aussagen dazwischen, also die mich umschmeißen oft. Also, wo ich denke, wie passt das jetzt mit dem, was vorher gesagt worden ist? Naja. Und auch, ja, aber es muss man ehrlich sagen, dass es nicht so einfach ist, jetzt mit gewaltfreier Kommunikation in Dominanzstrukturen, und auch die Kirchen sind solche. Ja, es gibt eine klare Hierarchie, die oben sind, sagen sozusagen, was gut ist und was böse ist. Aber für mich geht es darum, und ich arbeite ja auch als Seelsorgerin in freier Praxis, sozusagen die Menschen zu dieser Freiheit hin zu motivieren, ja, diese Freiheit zu leben, ja, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen. Und in Einklang mit ihren Werten zu leben, ja, und nicht nur irgendwas zu tun, weil irgendwer gesagt hat, das kehrt sich so, ja, sondern für mich ist die entscheidende Frage in der gewaltfreien Kommunikation eigentlich immer, wozu dient es, ja? Ja. Es gibt dann natürlich Situationen, wo man sie auch irgendwie dann wieder aus dieser Situation trotzdem wieder herausnehmen muss. Und da gibt es halt dieses Konzept, die schützende Anwendung von Macht. Was ja, bedeutet das? Genau, das heißt, ich setze Macht nicht ein, um jemanden zu bestrafen. Ja, du hast nicht nach meinen Spielregeln gespielt, drum verdienst du es, bestraft zu werden, sondern ich setze meine Macht ein, um zu schützen. Ja? Und manchmal braucht es das, ja. Und wenn ich, was weiß ich, gerade sehe, wie zwei aufeinander losgehen, werde ich vielleicht auch mal dazwischen gehen oder klar sagen, stopp, ja, und dann schauen, wie kann man den Konflikt lösen, ja. Ich werde vielleicht nicht hingehen und jetzt anfangen, in meinen 4 Schritten der gewaltfreien Kommunikation zu sagen, wenn ich sehe, wie ihr aufeinander einschlagt, bin ich völlig schockiert, weil mir ist achtsamer Umgang miteinander wirklich wichtig. Könntet ihr jetzt bitte aufhören? Weil kein Mensch wird mich hören, ja, in dieser Situation. Mhm. Und das ist, was schützender Einsatz von Macht ist. Ja. Mhm. Wenn es darum geht, Werte oder Leben oder Menschen zu schützen. Aber das ist ein grundsätzlich anderes Konzept, als Macht einzusetzen, um zu bestrafen. Ja. Also mir das Recht daraus zu nehmen und zu sagen, weil du falsch bist, verdienst du Strafe. Ja, sondern es geht immer darum, dass ich etwas schützen möchte und dafür meine Macht einsetze.
weil du jetzt diese vier Punkte angesprochen hast. Gehen wir es jetzt vielleicht, weil wir haben jetzt nur mehr ungefähr 20 Minuten, also so schnell vergeht's. Gehen wir jetzt diese vier Punkte vielleicht doch einmal durch, weil wir es schon angesprochen haben ein paar Mal. Genau, wenn ich mich aufrichtig mitteilen möchte in der gewaltfreien Kommunikation, dann tue ich das in vier Schritten. Und der erste Schritt ist, ich teile eine Beobachtung mit. Meistens in der Alltagskommunikation vermischen wir sofort unsere das, was zu beobachten ist, die Tatsachen mit unserer Interpretation oder Deutung davon. Ja? Und das kommt beim anderen schon sehr häufig als Vorwurf an und wird ihn schon dazu bringen, sich zu rechtfertigen oder mir eins zurückzugeben. Ja? Das heißt, der erste Schritt ist einmal einfach nur festzustellen, was sehe ich, was höre ich. Ja? Und ich merke, dass das für viele Menschen in unserer Kultur ganz schwierig ist. Sie glauben, sie teilen Beobachtungen mit, aber es kommt sofort die Bewertung mit. Ja. Und ich habe mir angewöhnt, sozusagen als kleine Hilfestellung zu sagen, sie sollen sich vorstellen, was kann eine Kamera aufnehmen. Ja. Dann geht es am ehesten sozusagen Beobachtungen von Bewertungen zu trennen. Ja. Die kann dann nicht aufnehmen, die sind immer so gemein. Ja. Sondern die kann vielleicht aufnehmen, was jemand jetzt gerade zu jemandem gesagt hat, ja, oder wie jemand sich jetzt gerade verhalten hat. Ja. Also der erste Schritt, und warum ist das so wichtig? Weil wenn wir wirklich eine Beobachtung mitteilen, dann schaffen wir eine gemeinsame Ausgangsbasis. Und der Test dabei ist, der andere kann nicht sagen, na, das stimmt nicht, na, das siehst du völlig falsch. Ja? Weil sobald er das sagen kann, habe ich nicht die Tatsachen, die Beobachtung wiedergegeben, sondern schon meine Interpretation dazu. Der zweite Schritt ist, ich sage, was löst das bei mir an emotionaler Reaktion aus? Ja? Also was fühle ich? Das ist für viele Menschen auch nicht ganz einfach, das mitzuteilen. Ich glaube, weil wir nicht gelernt haben, einen sprachlichen Ausdruck für unsere Gefühle zu finden. Ja, oft in den Einstiegsrunden frage ich zur aktuellen Befindlichkeit und in vielen Gruppen differenziert sich das in entweder gut oder schlecht. Ja, zum Thema, wie geht's mir? Dabei gibt's eine Fülle von Möglichkeiten, Gefühle auszudrücken. Und ich glaube, dass viel auch an jetzt Gewalt oder verbaler Gewalt aus dieser Unfähigkeit heraus entsteht, dass ich nicht keine Ausdrucksmöglichkeiten habe für das, was mich innerlich bewegt. Ja? Mhm. Und Gefühle in der gewaltfreien Kommunikation, es gibt keine negativen oder positive Gefühle. Ja, langläufig sagen wir, es sind positive Gefühle, das sind meistens die, die wir gern mögen, ja, und dann sind da die negativen Gefühle, sondern Gefühle sind immer Anzeiger. Ja, das ist sowas wie das rote Lamperl am Armaturenbrett im Auto. Ja, da geht dann das rote Lamperl an und dann steht unten bitte Kraftstoff tanken. Und kein Mensch, glaube ich, würde auf die Idee kommen, zu sagen, das ist ja total negativ, dieses Lamperl, ja. Das ist ja, was soll denn das, ja? Aber nicht anders ist es mit unseren Gefühlen. Wenn ich mich gerade fürchterlich ärgern muss oder total frustriert bin oder ganz traurig bin, ist das nichts anderes als ein Anzeiger, irgendetwas, was ich gerade dringend brauche, ist nicht gegeben, ja? Jetzt ist bei meinem Auto ein bisschen einfacher als bei mir, weil das frisst immer Diesel. Ja, also wenn es Kraftstoff braucht, weiß man, was man reinfüllt. Und du hast es schon angesprochen, für viele Menschen ist es nicht so einfach herauszufinden, was ist es jetzt wirklich, was ich brauche? Ja, worum geht es mir wirklich? Und das ist, was ich in der gewaltfreien Kommunikation mit Menschen übe, da in Kontakt zu sein, ja, mit dem, was ihr Bedürfnis im Moment gerade ausmacht. Ja. Und da ist eben noch einmal wichtig, dann klar zu unterscheiden, Bedürfnisse sind immer abstrakt. Ja? Da geht es um Sachen wie Menschlichkeit, Mitgefühl, Zielstrebigkeit, Zugehörigkeit, glaube ich, ein ganz wichtiges Bedürfnis,
das oft nicht gegeben ist und auch manchmal Anlass für Gewalt ist. Ja, wenn ich mich nicht zugehörig fühle, wenn ich mich nicht als Teil des Ganzen erleben kann. Gemeinschaft, Gerechtigkeit, Anerkennung, Wertschätzung. Ja? Also das wären so Beispiele für Bedürfnisse. Mhm. Und dann kommt als vierter Schritt die Bitte. Und da sage ich meinem Gegenüber, was er oder sie möglichst hier und jetzt konkret tun kann, dass ich mehr von dem bekomme, was ich brauche. Ja? Also eine ganz konkrete Bitte. Manchmal gibt es nicht sowas wie eine Lösungsbitte und ich sage, bitte räum doch die Schmutzwäsche in den Wäschekorb. Ja. Immer ist es nicht so einfach. Manchmal geht es auch um Beziehungspflegebitten. Manchmal ist das Problem eher sozusagen die Beziehung oder der Kontakt als Dinge im Außen. Und dann kann ich wieder, je nachdem, welche Säule mir gerade wichtig ist, ja, wenn ich verstanden werden möchte, also wenn es mir um diese Säule der Aufrichtigkeit geht, kann ich als Bitte auch sowas formulieren wie, was hast du verstanden, worum es mir geht oder was ist denn bei dir angekommen? Ja, und wir fragen ganz viel nach in der gewaltfreien Kommunikation, weil oft das, was ich sage und das, was beim anderen ankommt, ganz was anderes ist. Mhm. Ja. Oder wenn ich merke, es ist für den anderen ganz wichtig, das Vertrauen zu haben, dass auch seine Anliegen, seine Bedürfnisse zählen, dann gehe ich auf die Seite der Empathie und frage nach, wie ist denn das für dich, wenn du das hörst? Ja? Und signalisiere, es geht mir nicht nur darum, meins durchzusetzen, sondern ich habe ein herzliches Interesse daran, zu verstehen, was das bei dir auslöst. Mhm. Ja? Am Ende wollte man noch so ein bisschen Praxisbeispiele auch besprechen. Du hast jetzt vor allem in der Paartherapie und in Schulen, vor allem die Schulen interessieren mich jetzt noch, aber davor noch was anderes, eben jetzt auch auf die Sendung bezogen und auf dieser Sendung geht es ja oft um kontroversielle Themen. Ja, und es gibt da dann diese, ich sage mal, Kluft zwischen, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Esos und Rationalisten oder so ähnlich, oder Skeptiker, sagen wir so. Was immer das jetzt bedeutet, aber es sind zwei Fronten eigentlich. Du bist ja auch, kommst ja auch aus der spirituellen Arbeit, Körperarbeit und zum Beispiel, ja, Körperarbeit. Da bist du sicher auch mit Skeptizismus konfrontiert worden, dieser Arbeit gegenüber, oder? Natürlich kann man Dinge in Frage stellen. Ja. Ja, die Frage ist immer, worum geht's mir, wenn ich das in Frage stelle? Ja, möchte ich gerne sicher sein, dass Menschen in einer Weise behandelt werden, die ihrer Gesundheit und ihrem Leben dienlich sind? Ja, dann werde ich auch kritische Anmerkungen einbringen, wenn ich besorgt bin, dass das nicht gegeben ist, sozusagen in irgendeiner Behandlungsart. Ja. Ja. Manchmal geht es auch darum, dass ich das nicht verstehen kann. Ja, dann würde ich es einfach gern verstehen können, wenn ich kritisch nachfrage. Ja. Was anderes ist, wenn ich den nur sagen möchte, du bist eigentlich falsch. Ja. Deine Methode, das ist wirklich völlig daneben. Daneben, ja. Dann werden wir auf der Ebene nicht wirklich weiterkommen. Ja, weil dann geht es nur darum, wer hat recht? Habe ich recht oder hast du recht? Kann man sich lang in Diskussionen verstricken, aber es führt nicht weiter. Ja, wenn solche Diskussionen beobachte ich seit Jahren. Ob es jetzt im Forum ist oder im Chat, der Chat ist jetzt inzwischen nicht mehr offen, aber also zumindest nur also nicht außerhalb von Sendungen, aber in verschiedensten Foren und auch in Form von dieser Sendung beobachte ich genau diese Diskussion. Es wird einfach sehr oft, nicht immer, Gott sei Dank, es gibt auch wirklich konstruktive Diskussionen, aber sehr oft, also wo zwei Seiten einfach nur sagen, du hast Unrecht, Punkt. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass das in den letzten Jahren kommt mir vor, schon in dem Sinn immer heftiger wird, dass diese Fronten sich immer mehr verhärten? Ja, und ich vermute mal, dass da ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit dahinter ist. Ja? Ich brauche Sicherheit, ich brauche Klarheit und für mich ist ganz wichtig, sozusagen, dass das eine richtig und das andere falsch ist. Ja? Und dann
tendiere ich vielleicht zu einem klaren Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Jetzt wissen wir aber, dass es dazwischen noch eine Menge von Graustufen gibt. Ja? Wenn ich mir aber total unsicher bin, jetzt für mich selber, dann kann ich mich drauf nicht einlassen, ja? Weil dann fühle ich mich so verunsichert und ich brauche einen klaren Standpunkt sozusagen, an dem ich mich festhalten kann. Ja? Mhm. Das ist für mich eine Vermutung jetzt, warum manche Menschen so klar drauf beharren, nur ich habe auf recht. Beiden Seiten und, des Arguments ja, übrigens. Ja, ja. Also es ist jetzt nicht nur auf Skeptiker bezogen und auch nicht nur auf, also wirklich auf beiden Seiten. Das ist faszinierend. Ja, und das andere ist, ich möchte verstehen, was den anderen bewegt. Ja, dann kann ich immer noch sagen, okay, das kann ich nachvollziehen, das kann ich verstehen oder das kann ich nicht verstehen. Das kann ich für mich annehmen und übernehmen. Und das geht für mich nicht, ja. Aber das heißt nicht, dass der andere grundsätzlich falsch ist. Ja? Es sollten so, nämlich, dass der andere grundsätzlich völlig falsch ist und da kein Fünkchen ja. Wahrheit drinnen stecken würde. Glaubst du, dass die Anonymität von Online-Kommunikation das noch verschärft, das Ganze? Das glaube ich schon, weil gewaltfreie Kommunikation lebt eben gerade von dieser Empathie, dass ich ein konkretes Gegenüber habe. Ja? Mhm. Und es geht noch einmal anders in die Tiefe im direkten zwischenmenschlichen Kontakt. Ja? Ich kann natürlich auch ein gewaltfreies E-Mail schreiben, aber es ist was anderes und es kommt nicht immer in der Weise drüber. Ja? Mhm. Weil auch meine Haltung, und das hat auch mit meiner Körperhaltung zu tun und mit meinem Körperausdruck, was von dieser Aufrichtigkeit drüber kommt. Ja? Mhm. Und wenn das wegfällt, sozusagen jetzt, und dann wird es schwieriger, denke ich. Aber natürlich geht es auch da sozusagen den Versuch zu starten, ja, es geht, frei zu kommunizieren. Aber wegfällt ist schwieriger als im persönlichen Gespräch. Ja, genau. Mhm. Aussage aus dem Chat, es könnte in der Tat jeder Recht haben, würde nicht jeder darauf bestehen, allein Recht zu haben. Kannst du damit was anfangen? Ja, und der Marshall Rosenberg hat einmal gesagt, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Beides geht nicht. Ich für mich habe mich fürs Glücklichsein entschieden. Okay. Für mich als auch Techniker ist es halt ein bisschen schwierig, weil da gibt es dann halt so gewisse, sagen wir mal, Gesetzmäßigkeiten, die sich schon hundertfach bewährt haben. Und wenn dann jemand sagt, das ist nicht so, dann, also zum Beispiel, wenn jemand die Gravitation jetzt in Frage stellt, was ist da bei solchen Problemen, die jetzt irgendwie, weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, jetzt, die jetzt irgendwie so die Realität völlig in Frage stellen. Das, wenn jetzt jemand sagt, wenn jetzt das fallen lässt, fällt es nach oben und der andere sagt, das fällt nach unten. Dann würde ich sagen, der sagt, das fällt nach unten, hat recht. Zumindest jetzt da auf der Erde. Ist natürlich alles relativ, aber verstehst du, was ich meine? Es gibt doch auch so Situationen, wo jemand einfach recht hat. Oder wie ist es da, David? Ja, für mich geht es einfach immer um die Auswirkungen. Ja? Und wenn ich was fallen lasse und ich sehe, das fällt runter, braucht man nicht mehr darüber streiten, ob das jetzt runter oder rauf gefallen ist. Ja? Dann ist es ohnehin evident. Das können wir auf der Ebene der Beobachtung lösen. Und jetzt sagt der andere, das ist aber optische Täuschung. Da braucht es keine Interpretation. Ja? Wenn der andere sagt, das sehe ich anders, ich sehe, dass es nach oben fällt, dann haben wir ein Problem, würde ich sagen. Ja, also ja? Es gibt, was ich damit sage, es gibt halt, kommt mir schon vor, dann doch manchmal Grenzen, wo man dann einfach wirklich nicht mehr weiterkommt mit jemandem. Kommt mir vor. Die Situationen gibt's. Und es muss jetzt nicht unbedingt, also das kann jetzt auch auf der anderen Richtung sein. Also es kann jetzt, zum Beispiel Homöopathie, da gibt es also meiner Meinung nach so viele Menschen, die nur immer sagen, es kann nicht funktionieren, deshalb funktioniert es nicht. Und auf der anderen Seite so viel, ja, Leute, die das einfach verwenden und es hilft ihnen und irgendwo und das haben wir dann genau bei diesen Problemen, wo einfach Pattstellung ist, ne? Und wo die beiden Seiten, jeder hat natürlich irgendwo recht, ja, es ist natürlich ein völlig anderer Mechanismus, der in der Homöopathie, jetzt ich nehme das jetzt nur als Beispiel heraus, von Milliarden von Beispielen, ja, aber auf der anderen Seite, wenn auch Pferde auf Homöopathie reagieren, ne, dann, ne, aber
Da ist immer diese Verhärtung dann. Ne? Genau, und da ist für mich dann die Frage, warum ist es so wichtig, dass ich Recht habe, ja, wenn ich Menschen damit helfen kann, mit dieser Methode, und ich glaube, beide Seiten, ja, wenn das jetzt ein Streit zwischen Homöopathen und Schulmedizinern ist, kennen in ihrer Weise sozusagen zur Bereicherung des Lebens von Menschen beitragen. Und ich habe ja als Patient auch die Wahlfreiheit und kann sagen, ich möchte mich für die Methode entscheiden oder ich möchte mich für jene Methode entscheiden. Mhm. Ja? Also in dem Sinn, da kann man da wirklich sagen, beide haben Recht. Auf ihrem Gebiet können beide Menschen helfen und es ist die Entscheidung eines jeden, wie er es jetzt machen will oder von beiden ein bisschen. Aber im Prinzip, da haben beide Recht. Ne? Genau, und ich denke, es gibt sozusagen positive Erfahrungen mit beiden und es gibt vor allem viele Studien und ich denke mir immer, der Mensch lässt sich auch nicht in Statistiken pressen. Ja? Da gibt es immer dann noch den einen, der ganz anders ist, ja? Und für den was ganz anderes wichtig ist oder dem was ganz anderes hilft. Und der ist auch nicht falsch, ja? Sondern der hat genauso seine Berechtigung, auch wenn er nicht sozusagen in die allgemeine Statistik passt. Ja. Und ich denke mir, dass es da ganz wichtig ist, einfach den Menschen gerecht zu werden und nicht im Streit irgendwelcher Systeme die Energie zu verpuffen. Jetzt sind wir fast am Ende. Jetzt vielleicht noch ein paar Praxisbeispiele. Du hast auch gesagt, dass du das an Schulen praktizierst und dass also Lehrer ganz, also nachdem sie sich endlich dazu durchgerungen haben, Schüler auch zu loben, jetzt plötzlich damit konfrontiert werden, dass das auch nicht so ganz das Wahre ist. Das finde ich ja noch sehr interessant, vielleicht zum Ende. Ja, genau. Es ist überhaupt sehr spannend, in der Schule mit Lehrern und Lehrerinnen zu arbeiten und ich biete viel an Seminaren am Lehrerinnenberatungszentrum an, weil manche ja glauben, dass sie von Berufswegen dazu da sind, zu bewerten, ja. Und die anderen zu erziehen oder zum Guten zu bringen, indem sie das Böse bestrafen und das Gute belohnen. Ja? Und dann haben wir aber Menschen, die nur aus dieser Motivation heraus handeln, dass sie entweder Strafe vermeiden oder Lob und Anerkennung verdienen wollen. Ja? Und ich zündel dann immer ein bisschen rein und sage, ich möchte überhaupt nicht, dass meine Kinder alles tun, was ihre Lehrer, Lehrerinnen ihnen sagen. Ja, ich möchte, dass die selber denken und sich überlegen, wozu ist es gut, was der gerade von mir will. Ja, und wenn sie sehen, das hat einen Sinn, dann sollen sie es tun. Und wenn sie sehen, das hat überhaupt keinen Sinn, ja, oder das geht vielleicht sogar gegen meine inneren Werte oder Überzeugungen, dann sollen sie es bitte auch nicht tun. Ja. Und das ist jetzt diese Geschichte, wir tun halt Plus und Minus verteilen und loben und strafen. Aber ich denke, was wichtig wäre, dass auch in der Schule Kindern oder Jugendlichen vermittelt wird, ist eine Sprache zu entwickeln, dass sie ausdrücken können, was sie bewegt oder was sie beschäftigt. Und dass sie zu einer Motivation finden können, Dinge zu tun, nicht nur, wenn der Lehrer daneben steht. Ja, und sobald ihnen den Rücken kehrt, hauen sie sich gegenseitig die Schädel ein, ja, weil dann sind sie nur brav da gesessen, damit sie nicht bestraft werden, ja, sondern sie sollen lernen, das achtsam und respektvoll miteinander umzugehen, allen was bringt, ja, weil wir uns dann wohlfühlen, weil wir dann entspannt sein können, weil wir uns dann aufeinander verlassen können. Und ich möchte, dass sie lernen, aus dieser Motivation heraus zu handeln. Ja. Und weil du jetzt das Lob angesprochen hast, mir ist ganz wichtig, Wertschätzung auszudrücken, ja, in der gewaltfreien Kommunikation. Und das funktioniert sozusagen in diesem Vier-Schritte-Modell, wobei der vierte Schritt die Bitte nicht notwendig ist, weil das ja schon erfolgt ist. Das heißt, ich sage eine Beobachtung, was hat der andere konkret getan? Ja, was hat es bei mir an Gefühlsreaktion ausgelöst, weil welches Bedürfnis erfüllt worden ist? Ja? Zum Beispiel, viele Kollegen beklagen sich darüber, dass die Schüler sie anlügen. Ja? Aber was tut jemand, der jemanden anlügt? Er versucht, sich zu schützen. Ja? Weil er weiß, wenn ich aufrichtig bin, dann kriege ich eins drauf. Ja? Mir ist wichtig, dass meine Schüler aufrichtig sind. Ja? Und das ist, ich habe zum Beispiel einmal einen Lehrausgang mit ihnen ausgemacht und dann rufen sie mich an und sagen, na, wenn wir ehrlich sind,
zwei können nicht, weil die müssen arbeiten und zwei haben den Termin übersehen und haben jetzt auch was anderes vor. Es bleiben nur mehr drei übrig. Ja? Jetzt denke ich mir, wow, super, ja, dass die das ehrlich sagen können. Ich habe gesagt, ich freue mich total, dass ihr mir das aufrichtig mitgeteilt habt, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, den Lehrausgang auch anders mal zu machen, ja, wenn das effizienter ist, wenn alle dabei sein können. Ja. Ansonsten hätten sie jetzt Angst vor Strafe gehabt, hätten sie mich auflaufen lassen. Dann wäre ich irgendwo gestanden mit zwei Hanseln, irgendjemand hätte sich für uns Zeit genommen, ich hätte mich wahrscheinlich geärgert. Ja. Und im Nachhinein hätten sie irgendwelche Ausreden erfunden, um sich zu rechtfertigen, warum sie nicht da waren. Ja. Nee. Und ich weiß nicht, ob der nachvollziehbar ist, sozusagen, was der Unterschied ist. Ja, es ist nachvollziehbar, ja klar. Dazu motivieren und ihnen auch meine Wertschätzung dafür zum Ausdruck bringen. Ja, darf dass ich dir ehrlich sagen, was los genau, ist? Genau, dass ja. Dass das mein Bedürfnis nach Aufrichtigkeit erfüllt und dass ich mich freue. Ja? Ja, statt zu sagen, ah, ihr seid ja völlig, was bützen euch überhaupt ein und wir haben das ausgemacht und da müssen ja alle da sein und schließlich bin ich die Lehrerin und dann haben die anderen zu tun, was ich sage oder was wir ausgemacht haben. Ja? Sondern wirklich auch darauf einzugehen und zu sagen, ja, wunderbar, dass sie aufrichtig und ehrlich sein. Das Wesentliche ist aber diese Win-Win-Situation, die du da quasi gesehen hast darin. Nämlich, die Lehrer sagen ganz ehrlich, ja, geht nicht, oder deine Schüler in dem Fall jetzt. Aber für dich hat es den Vorteil gebracht, dass du das eben verschieben kannst, wenn es mehr Sinn macht und nicht eben. Genau, weil ich möchte gerne meine Zeit sinnvoll und effizient einsetzen und wenn ich weiß, da kommen nur zwei. Dann machst du es gar nicht. Dann mach ich es nicht, ja genau. Und nicht als Bestrafung, sondern einfach, weil es nicht bringt und ja. Weil ja offensichtlich jetzt im Moment gerade so ein Riesenbedarf oder so ein Rieseninteresse herrscht, beziehungsweise eben viele andere Dinge da sind, die das jetzt überlagern und das eh keinen Sinn hat, weil eh alle noch abgelenkt sind. Also ich meine, ich glaube, das Wesentliche da ist, dass du ihm dann siehst, was es auch dir bringt. Ne? Nicht das einfach nur reinschluckst, naja, macht ja nichts, ja, aber danke, dass ihr so ehrlich seid, sondern ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn du jetzt in dem Fall das auch siehst, was dein Vorteil ist. Das ist eben dieses Win-Win-Situationen schaffen, das ist wirklich, das hat mich dann auch sehr angesprochen und das ist, glaube ich, sehr verwandt damit. Ja. Ja. Sehr spannend, wir sind am Ende, du hast überstanden, deine Stimme hat wunderbar gehalten. Du hast jetzt nur so quasi Schlussgedanke, du hast gesagt, die Zeit für gewaltfreie Kommunikation, du glaubst, dass die jetzt gekommen ist. Ich für meinen Teil hoffe es, weil ich sehe da sonst eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass wir wirklich auch im Umgang miteinander was ändern und einfach nachdenken anfangen, was da jetzt wirklich die Motivation ist für was da passiert in der Welt. Aber warum glaubst du, dass das jetzt dann auch wirklich so sein wird? Also mein Eindruck ist, dass die klassischen Dominanzsysteme, sei es jetzt in der Politik, sei es in der Kirche, auch in der Wirtschaft zeigen, dass das nicht mehr wirklich funktioniert, ja. Und dass es eine Alternative braucht, dass nur sozusagen Druck von oben aus zu üben und zu erwarten, dass die unteren dann funktionieren, es wirkt nicht mehr. Oder ich sehe zumindest nicht mehr, dass es irgendwo gut funktioniert. Gut, ja? Und funktioniert hat es nie, finde ich. Ich weiß nicht. Mir kommt vor, das hat nie gut funktioniert. Aber okay, ja. Aber jetzt wird es genau, wirklich prekärer. Es wird immer schlimmer. Es hat sozusagen lange Zeit mehr Tendenz gegeben, sich zu unterwerfen. Ja, was ich jetzt, kann man sehen, wie man will, ja, und jetzt habe ich das Gefühl, es geht auch in die Richtung, dass Leute mehr selber nachdenken wollen, mehr Entscheidungen treffen und darum ist es wichtig, dass sie auch in der schulischen Bildung Werte vermittelt kriegen und Handwerkszeug kriegen, dass sie ihr Leben aus ihren eigenen inneren Werten und ihrer inneren Motivation heraus gestalten können. Und da sehe ich durchaus
sozusagen positive Ansätze, noch nicht flächendeckend. Ja, aber ich denke, das Interesse wächst und ich glaube, dass die gewaltfreie Kommunikation da wirklich eine Alternative bietet. Ja, dass es Kommunikation auf Augenhöhe ist, wo klar ist, dass die Bedürfnisse aller Beteiligten gleichberechtigt sind und nicht einer, weil er halt irgendwo eine Position inne hat, glaubt, meins zählt jetzt aber mehr oder ich kann mich da durchsetzen, weil ich habe die Macht. Ja, sondern dass es letztendlich nur im Miteinander funktioniert. Ein breiter Weg von uns, aber okay. Also genau. Ich stimme zu, das wäre die Lösung, ja. Ganz klar, ganz einfach. Ich danke dir sehr, dass du da warst. War für mich eine sehr spannende Sendung. Vielleicht können wir das in Zukunft mal wiederholen. Vielleicht gibt es da irgendeine neue Aspekte, die sich auftun oder die wir jetzt noch nicht behandelt haben oder so. Genau, einen habe ich noch nicht angebracht, der mir ganz wichtig ist, nämlich dieser Grundsatz, aus welcher Motivation heraus handle ich. Und der Marshall Rosenberg hat einmal gesagt, tue nichts, was du nicht mit der spielerischen Freude eines kleinen Kindes tust, das hungrige Enten füttert. Und dafür haben sie ihn ja in den 60er Jahren, glaube ich, für ziemlich verrückt erklärt. Großartig. Aber ich denke, wenn immer mehr Menschen schauen, was ist wirklich, und Freude heißt für mich jetzt nicht nur immer Juhu und super und Happy Peppy, sondern Freude heißt, ich weiß, wozu es dient. Ja, ich weiß, wozu ich meine Lebensenergie einsetze. Und ich bin sehr hoffnungsvoll, wenn immer mehr Menschen aus dieser Energie heraus handeln, dass das ganz positive Auswirkungen aufs Miteinander ja, auch global hat. Hoffentlich. Okay. Danke dir. Danke.